Das ist Louis Bauer, der älteste Bruder von meinem Vater. Der war der prominenteste Bauer in der Familie Bauer Schwarz. Mein Großvater ist ja gestorben früh, 1885 oder so. Das Geschäft ist ja erst gebaut worden 1908. Das war er, war der treibende Kraft. Das ist der Ludwig Meyer, der Einzelne. Du hast die hier gereist. Ja. Die Jenny Blum, die Olga, die Fanny Meyer, der Alexander Meyer, Ludwig Meyer. Und das war die. Kann es im Moment nicht sagen. Adele. Oder das ist die Adele und das ist die Olga. Die Adele habe ich gekannt, aber die Olga nicht. Die Abfahrt von Innsbruck nach Wien, das war mit der Bahn. Die Bahn ist nach Mitternacht von Innsbruck Hauptbahnhof abgefahren. Und wir sind mit der Großmutter, Großvater und wir Kinder waren in dem Coupé und wir haben durch das Fenster geschaut. Und ich weiß, wie heute, erinnere ich mich, die Großmutter hat gesagt, schaut's gut auf Innsbruck, wer weiß, ob ihr das noch einmal sehen werdet. Das ist der Julius Bauer. Bruder von meinem Vater und Vater von Willy Bauer. Ja. Und die seine Frau Flora. Und das ist der Willy Bauer selber. Ja. Das kennen Sie zur Genüge. Von der Gelsbacher Straße 5. Wir waren erzogen dazu, aufrichtige Menschen zu sein, zu wissen, zu helfen, wenn es notwendig ist. Wir sind so beide, mein Bruder und ich, zu Menschen geworden. Das war uns auch sehr wichtig, meinem Bruder auch. Wie ich ein Kind war, hat meine Mutter mir erzählt, dass sie immer gerne Süßigkeiten beim Geschäft Dahler ein Haus weiter, das Danistraße 9 war, gekauft hat, weil sie war sehr vernascht. Und wie ich heute vorbeigegangen bin, habe ich dieses Geschäft gesehen, heißt noch immer Dahler und ich verkaufe noch immer heute Süßigkeiten. Also gute 110 Jahre, nachdem meine Mutter dort Stammkundin, als kleines Kind Stammkundin war. Meine Damen und Herren, eine Empfehlung für Ihre Sicherheit. Bleiben Sie bitte, wenn möglich, während des Gesamtfluges angeschnallt. Ab jetzt können Sie Ihre elektronischen Geräte gerne verwenden, sollten Sie diese griffbereit haben. Ihr Mobiltelefon muss allerdings ausgeschaltet bleiben, bis die Flugzeugtüre nach der Landung wieder geöffnet ist. Wenn Sie Handgepäck aus den Fächern über Ihnen herausnehmen möchten, geben Sie Acht, dass dabei nichts herausfällt. Vielen Dank. Auf diesem Transport waren 60 Kinder. Ich war zwischen den Jüngeren und es waren auch bis 16, 17, 18-Jährige. Aber alle waren mit Eltern oder mit mindestens einem Elternteil. Und deswegen war irgendwie Schwierigkeiten. Irgendeine Frau hat gesagt, sie wird auf uns aufpassen. Und der Großvater hat uns, mich und meinen Bruder, zur Donau gebracht. Und wir waren auf den Donaudampfer, Helios. Dann sind wir auf den Donaudampfer und dann hat man uns eine Kabine zugeteilt. Und es waren in dieser Kabine so viele Menschen, dass ich mich erinnere, wir haben am Boden gelegen und in der ersten Nacht musste ich auf die Toilette und bin auf eine hingetreten.
Das erinnere ich mich noch so wie heute. Das war so ein Abbruchpunkt. Ich sage immer nur, ich war normale Kindheit und nach dem 11. März 38 war alles vorüber. Alles. Ohne dass man sich das irgendwie ausmalen konnte, was da jetzt kommt. Nicht genau an den Tag. Ich kann mich erinnern, und das kommt mir heute noch so komisch vor, dass über Nacht war plötzlich aus jedem Fenster eine Hakenkreuzfahne. Ich denke oft nach, wie hat man das alles vorbereitet? Weil das war nicht eine hier oder da, das war die ganze Stadt und jedes, aus jedem Fenster in jedem Haus. Und dann natürlich, ich könnte dir nicht sagen, was an dem Tag passiert ist, aber was nachher geschah, das mit den Aufmarsch, mit dem Marschieren und mit den Liedern und mit den Jud und alles verschmiert und bis zur Kristallnacht natürlich. Ich glaube, es war der 13. März. Das war Sonntag, war es auf jeden Fall. Da bin ich von meinem, wo ich gewohnt habe, in der Kaiserstraße, nach Süden hinuntergegangen, musste über die Maria-Hilfer-Straße drüber, Verwandte besuchen. Und da war abgesperrt, ein Spalier. Was ist los? Der Führer kommt. Na gut, das bin ich auch im Spalier gestanden. Viertelstunde vergeht, da ist er schon. Nun habe ich ihn gegrüßt und er hat mich zurückgegrüßt. 5 Meter von mir. Nun, so, nicht jeder hat das erlebt. So waren das, waren diese Kuriosen. Es waren gerade sehr wenig richtig religiöse Juden in Innsbruck. In erster Linie gefällt es mir, dass Israel das Land ist, das einzige Land der Welt, und wir brauchen auch kein anderes zu diesem Zweck, in dem Juden keine verfolgte oder im besten Fall geduldete Minderheit sind. Ich kann Ihnen sagen, wie ich das erste Mal gehört habe über die Konzentrationslager. Mein erster Gedanke war, das kann keinen Gott geben. Ich bin sorry, wenn ich jemanden berühre, aber das war mein Gedanke. Wenn er sowas zulässt, wie wir begonnen haben zu hören, was sich dort getan hat in den Konzentrationslagern, da habe ich mir gedacht, da kann es keinen Gott geben. Und so habe ich mich weiter mehr und mehr entfernt von der Religion. Und das ist für mich heute nicht wichtig. My mother and I arrived from the train, from the boat train, and went to this place where my father was living, and we must have got there, I suppose, about 11 o'clock in the morning or something, and the remnants of his breakfast was still on a table somewhere, and he'd had some cornflakes for breakfast, and I remember thinking, is this all they eat in England, just the cornflakes? And I remember bursting into tears. Mich haben sie gehaut.
Und ich weiß, ich habe gesagt, was wollen Sie von mir? Ich habe Ihnen doch nichts getan. Aber es war nicht, you know, ich lebe. Den Vati haben sie weggenommen. I remember isolated incidents. I remember we were at home and there was suddenly a loud banging at the door of the flat, and two men in uniform came in with revolvers and sort of hustled my father into a room where the telephone was. He owned a chain of shops all around Austria, about 30 shops, I think it was, shoe shops. And I was told afterwards that they were making him telephone the managers of all the shops to order them to hand the keys over. Dann mit ungefähr 17 ging ich zum Militär, zum illegalen Militär. Palmach ist es. Wir haben geübt mit Waffen, was man haben konnte. Ich weiß, für ganze 20 oder 30 Menschen waren ein paar Revolver, ein paar Gewehre, ein paar Handgranaten. Und so war das. Man hat mit Waffen geübt. Und erst als die Engländer weg sind, dann sind viele Waffen geblieben von den Engländern. Die konnten nicht alles mitnehmen. Erstens hat sich die Mutter in Israel nie gut gefühlt, weil sie immer einsprachig war. Sie konnte nur Deutsch. Deutsch, also Tirolerisch. Sie war doch hier aufgewachsen und hat sich nie, konnte mit Hebräisch und Englisch nichts anfangen. Dann habe ich mich für Religion interessiert. Und einer der Lehrer, die uns gelehrt hat, die Felix und mich gelehrt hat, war ein Mitglied von einer Sekte, eine christliche Sekte. Und den habe ich gerufen und mit dem habe ich studiert die Bibel und bin Mitglied geworden für 3-4 Jahre. Sind sehr, sehr viele Sachen geschehen zu der Zeit. Meine Frau ist von dieser Sekte gewesen und wir haben geheiratet. Meine Frau war aber sehr anti-Sekte. Sie ist nur Mitglied geworden, weil ihre Eltern Mitglieder waren. So bin ich dann herausgetreten mit meiner Frau. I remember too, I was told I mustn't sing the national anthem anymore, because of course it had become Deutschland über alles instead of the emperor's hymn, you know. Ich sage nur Jüdisch, wenn jemand etwas antisemitisch sagt. Oder wenn jemand, wenn jemand sagt, was für Religion ich sage, ich sage, ich bin jüdisch geboren, aber ich mache keinen Gebrauch davon. Und sonst, Heimat ist hier. Hier war ich beim Militär, hier habe ich gekämpft, hier habe ich alles mitgemacht. Hier hat meine Frau mich gefunden. Was sagt sie? Sie lächelt. Sie schaut glücklich. In fact, I'm actually very glad that we spoke German at home, because it meant that I didn't learn my parents' bad English. I learned English from school, from children at school, and I kept my German up well enough at least to be able to
I mean, I can read German quite fluently. Die Eltern haben sich in Innsbruck wohl gefühlt. Ja. Ich habe nie. Der Vater war auch tätig im Bund der Opfer des Nationalsozialismus. Ich glaube, er war Vorsitzender. Aber sie haben nie, wurden nie persönlich angefeindet und so. Und sie haben sich wohl gefühlt, das kann ich ruhig sagen. Die Reaktion von den Kindern, wie er mich geschlagen hat, die haben gelacht, natürlich. Das waren Kinder, wie alt waren wir? 8, 9 Jahre? Was wollten sie dem Lehrer sagen, das ist nicht schön, dass du meinen Freund schlagst? Und dann die einzigen zwei, die bei uns im Haus gewohnt haben, die haben mit mir noch gesprochen, aber nur im Haus. Und alle anderen Kinder, ich hatte über Nacht keine Freunde mehr. Well, I remember, I suppose I didn't really understand what was going on, but, you know, I was suddenly told I shouldn't go out into the street to play anymore. Mir macht's viel Herzensschmerzen, Israel. Weil wie ich die Bibel studiert habe, von einem moralischen Standpunkt steht ununterbrochen in dem Alten Testament, man sollte den Fremden in der Stadt gut behandeln, lieb deine Nachbarn wie du selbst. Das ist aus dem Alten Testament. Und mir tut es schrecklich schwer, dass in Israel dieser schreckliche Zwiespalt ist zwischen den Arabern und den Juden. Das andere kann ich dir sagen, wenn ich manche von den Israeli-Politikern höre, besonders die Armee am Fernsehen, dann sehe ich vor mir Josef Goebbels. Josef Goebbels, dass dieses Schwein, war ein so guter Sprecher, aber er hat so volle Lügen gesprochen. Und viele von den Israelis sind dasselbe, die Propagandaminister. Und so weiter. Seitdem ich in Palästina und Israel bin, habe ich mit Religion wenig zu tun. Und seitdem ich vor Jahren, jetzt schon leider vor vielen Jahren, draufgekommen bin, was mit meiner ganzen Familie passiert ist, bin ich persönlich antireligiös. Ich will von dem überhaupt nichts wissen. Ich war nie sehr fromm. Ich hab nur das Gefühl gehabt, dass ich zu irgendeinem Teil der Menschheit gehören muss. Und deshalb sind wir dann auch am Freitagabend sogar in die Synagoge gegangen, wie wir einen neuen Rabbiner gehabt haben, der gesagt hat, auch wenn ihr nicht glaubt, ihr kommt in die Synagoge und ihr habt das zusammen. Gehörigkeitsgefühl, das auch wichtig ist. Ich war auch aktiver Offizier, bei den Kaiserschützen, glaube ich. Genau, das dafür ist haben sie ihn dann in Auschwitz umgebracht, als Belohnung. Professor Tamala im Gymnasium ist am Schlachtfeld in Russland da irgendwo liegen geblieben und er hat ihn aufgelesen. Und der Tamala, der hat die Juden gar nicht mögen.
Das hat er erzählt. Die Schande seines Lebens ist, dass ihm ein Jude das Leben gerettet hat. Er war ein ganzer Wilder, aber der erstklassige Lehrer. Das Französisch, was ich heute kann, habe ich in einem Jahr bei ihm im Gymnasium gelernt. Jüdisch sein ist für mich Mensch sein. Es ist für mich das Wichtigste und das Einzige, was für mich gilt. Mir ist das ganz egal, ob jemand evangelisch ist oder katholisch oder arabisch oder whatever. Für mich ist jeder Mensch ein Mensch. Zuerst einmal. Wenn er sich dann als etwas anderes beweist, dann hat das nichts damit zu tun, wie er geboren ist und was seine Religion ist. Wie gesagt, dieses Sprichwort sozusagen, wer die Heimat verliert, tauscht dafür zwei Fremden ein. Das stimmt. Ja, ich kann als persönliches Resümee, kann ich, nachdem ich nicht mehr an Gott glaube, nur dem Schicksal dankbar sein, dass ich so viel Schönes erlebt habe, zusammen mit schweren Sachen. Aber im Allgemeinen war mein Leben sehr schön und sehr reichhaltig, nicht an Geld, reichhaltig an Erlebnissen, an schönen Erlebnissen. Die Ehe, die Kinder, die Freundschaften. Und ich kann zurückschauen mit Zufriedenheit. Das tue ich auch. Ich weiß es zu schätzen. Ein Motto ist ja nur ein Motto. Aber immer würde ich sagen, be yourself. Bleib dir selbst treu. So weit als möglich, sei natürlich. Und wenn du in schlechter Laune bist, sei in schlechter Laune. Das glaube ich überhaupt, dass man im Leben noch mehr Glück haben muss, sogar wie Verstand. Der Verstand hilft einem nicht immer, aber Glück braucht jeder Mensch. Und speziell, wenn man eben verfolgt ist. Ich würde sagen, sei dankbar für alles Gute, was dir geschieht. Genau. Das hängt von jedem von uns ab, wie wir unser Leben einteilen und wie wir es sehen. Und wenn man positiv eingestellt ist, dann sieht man eben die positiven Seiten und nicht nur die negativen. Es hat natürlich genug negative Seiten gegeben. Dass wir noch immer nicht Frieden haben, das stört mich sehr. Und ich glaube auch nicht, dass viel von uns abhängt. Nicht allein natürlich, weil zum Frieden machen gehören eben zwei. Aber
Thank you.